Das ist zwar jetzt nicht viel, aber vielleicht kommen wir bis hinter. Erstmal durchziehen. Naja, kommen nicht ganz bis hinter. Aber ihr wisst schon mal, was ich meine. Und da gehen wir wieder in die Schweine. In die Schafe. Sollte sich reimen, war aber leider falsch. Ja, das machen wir jetzt immer wieder so, bis wir dann fertig sind. Klar, man könnte, wie gesagt, natürlich noch ein paar Nebenprojekte machen, aber fallen mir gerade jetzt noch keine ein. Klar, ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen Bürgersteig bauen und dahinter Richtung Gebirge schon mal meine Straße fortsetzen. Das war ja jetzt noch so ein bisschen mit nebenbei am Machen. Denn ich glaube nämlich fast, ich muss dann mal wieder ein paar Nächte drüber schlafen, weil wenn das Schiff dann wirklich mal irgendwann fertig ist, vielleicht noch in dieser Staffel, was ich fast nicht glaube, dann muss ich mir erstmal wieder Projekte einfallen lassen, weil dann ist meine Liste erstmal abgearbeitet. Dann muss ich mir erstmal wieder was Neues einfallen lassen. So, was denn los hier mit euch? Fresskarg geworden, hä? Na, fresst ihr mal. Fresst ihr mal und ich mache erstmal da vorne mit meinem Bürgersteig weiter. Ja, lasst mich doch mal raus hier. Also, ist aber gut. Dann mache ich erstmal mit meinem Bürgersteig weiter. Da könnte ich nämlich, warte mal, Holz habe ich hier gerade zufällig noch einen Haufen einstecken. Da könnte ich nämlich mal ein bisschen den Cobblestone hier dezimieren. Indem ich den zum Beispiel mal brenne. Ein bisschen haben wir ja noch da. Der wird erstmal verarbeitet zu Stufen. Ein paar hatten wir ja, glaube ich, sogar noch im Lager gehabt, oder? Auch das reicht sogar schon. Ne, da brauche ich den Cobblestone gar nicht. Dann brauche ich den gar nicht. Ja, das war falsch, der. Ne, war richtig, oder? Ne, war falsch. Der sollte in die Truhe rein. Ist ein bisschen komisch hier sortiert. So, hatte ich jetzt noch Stufen gehabt hier irgendwo? Ja, na klar. Hatte ich doch noch. So. Und dann setzen wir das erstmal fort. Wie gesagt, die Glowstone-Lampen, die hatten wir ja schon. Uns fehlt ja eigentlich nur noch das hier. Genau, das machen wir jetzt erstmal noch nebenbei. In der Zwischenzeit können sich die Schafe nämlich ein bisschen ernähren. Bestenfalls wollte ich gerade noch sagen, könnten wir ja eigentlich noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Ach, naja, egal. Ich mache erstmal den Bürgersteig wirklich ausschließlich jetzt und dann mal gucken. Wenn ich jetzt eine Schaufel und sowas noch mit hätte und eine Spitzhacke, könnten wir ja nämlich noch ein bisschen rumbuddeln. Aber es muss nicht sein. So sieht das ja erstmal ganz anständig aus hier mit den ganzen Laternen. Und da hinten hat uns nämlich noch das Stück Bürgersteig gefehlt und das machen wir jetzt noch zu Ende. Auf beiden Seiten. Hier können wir durchziehen. Glaube, da kam dann nur irgendwo noch eine Fackel. Na, klar. Und jetzt habe ich natürlich keine Spitzhacke dabei. Gerade für solche Situationen. Da muss ich jetzt mal mit der Hand machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt oder was hier draus wird. Oder ob es dann einfach, das dürfte einfach weg sein, glaube ich. Ja, es ist einfach weg. Naja. So, bis hier hinter zur Höhle erstmal. So, der Baum. Der muss dann weg. Ja, und hier können wir auch noch weitermachen. Die ganzen Lücken hier noch füllen. Da ist sogar noch ein Sapling. Mach's mal vorsichtig, dass mir sowas nicht mehr passiert hier. So. Die drei noch. So. Okay, sind wir erstmal fertig damit.
Ja, keine Ahnung, der Baum wächst mir ja auch noch so ein bisschen drüber weg. Muss nicht sein, kann weg. Ich würde trotzdem mal Spitzhacke, Schaufel etc. holen gehen. Für eine kleine Gebirgserkundung da hinten. Da können sich die Schafe in der Zwischenzeit nämlich ein bisschen beruhigen und so. Und naja. Da können wir nämlich mal ein bisschen noch was anderes machen in der Zwischenzeit. Der eine Hund hier, der. Dreh dich doch mal um. So, jetzt sieht das schön aus. Jetzt sitzen die nämlich beide hier, ne? Auch herrlich. Herrlich. Hundi ist, ne? Das ist doch mal ein schönes Thumbnail gerade. Okay. Also, was brauchen wir? Holz kommt hier rein. Die Stufen brauchen wir zunächst auch nicht mehr. Die können auch wieder hier rein. Habe ich ein bisschen viel gemacht, aber na gut, vielleicht brauchen wir die ja mal irgendwann wieder. Ein Sapling, die Wolle nehmen wir erstmal mit, die können wir ja behalten. Und dann hatte ich gesagt, brauchen wir eigentlich jede Menge. Weißt du was? Wir werden mal ein bisschen produzieren. Wir haben doch hier alles da, Eisen und so weiter. Da können wir doch mal wieder ein bisschen produzieren. Weil unsere Kisten, die sind nämlich auch schon wieder fast leer und. Ach naja. Da können wir doch mal wieder ein paar Schaufeln machen. Zack. Und ein paar Äxte machen. So. Und ein paar Spitzhacken machen. So. Ja. Mal wieder ein bisschen die Lager auffüllen hier. Hier ist nämlich schon wieder fast alles leer. Können wir ruhig mal richtig auffüllen hier. Weißt du das? Ich werde mal Eisen mitnehmen. Und noch ein paar Stöcke machen, wenn wir nicht sogar noch welche hier drüben haben sollten. Ist nicht so. Guck mal hier, das Holz nehme ich auch gleich nochmal umformatieren in Holzbretter, dass wir wieder welches da haben. Zack. So. Aus dem Rest machen wir ein paar Stickies. Zack. Und dann können wir ruhig mal wieder ein bisschen wüsten hier. Ein paar Haken. Und noch ein paar Schaufeln. Und noch ein paar Spitzhacken. So, erstmal. Hacken. Hier ist noch eine kaputte Äxte. Ah ne, hatte ich jetzt keine gemacht. Schaufeln. Ja, mal wieder richtig voll machen hier die Lager. Damit sich das mal wieder lohnt. Mensch, du. Geht ja so nicht. So, weiter geht's. Noch ein paar mehr Spitzhacken. Und noch ein paar Schaufeln. Äxte wollte ich eigentlich machen. Schaufeln habe ich jetzt genug hier. Spitzhacken. Kommen wir hier rein. So, ordentlich. Machen wir in der nächsten Folge gleich mal weiter, damit hier Lagerräume auffüllen.